So, meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder da seid an diesem wundertollen Tag. Ich bin gerade dabei. Oh, Eisenbarren. Oh, schön. Ich bin gerade dabei, Dinge hier zu recyceln. Ne, ihr seht es ja. Und die Waffenteile, die verbrenne ich hier. Die verbrenne ich. Die recycle ich, weil ich die jetzt wirklich nicht mehr brauche. Was ich brauche, sind halt so die richtig guten Sachen. Und nebenbei bin ich eben noch hier dabei, Nahrung herzustellen. Ne? So sieht's aus, wenn ich hier online bin, wenn ihr nicht dabei seid. Seile habe ich auch jetzt mittlerweile hier. Ich möchte mir gerne eine Stirnlampe bauen. Einfach um mehr zu sehen. Ne? Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich noch ein bisschen Metallschrott bekomme, aber naja, gut. Denn halt nisch. So, hier haben wir wieder Kohle jede Menge. Ich habe dreimal davon. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber naja. So, Komponenten, Eisenschrott, tralala. Wir haben 16 Mal von dem guten Zeug was bekommen. So. So sieht das übrigens von außen aus. Ja, mein Nightclub. So, bauen. Da machen wir es wieder hier, dieses Dingelchens da hier, dieses hier, ne, dieses Verstärkte. Die Frage ist nur, ich bräuchte dann auch wieder eine Leiter nach unten. Ich glaube, das lasse ich hier erstmal aus. So, hier, da. Ja, ein bisschen kann ich noch. Alter, das geht richtig schnell, ne, mit dem Verstärkten. Guck mal, jetzt brauchen wir den nur noch hier zumachen. Mann, hör doch mal auf mit dem Quatsch. Junge. So, wieder ein Eisenbarren. Was ich aber jetzt brauche, ist eben dieser Metallschrott. Und da müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas, irgendwo noch was finden. Ich gehe mal hier unten tauchen. Meine Taucherflasche habe ich noch nicht aufgefüllt. Da kam ich einmal noch nicht dazu. Weil ich war jetzt wirklich nur dabei, Erze einzuschmelzen und ja, für die Nahrung zu sorgen. Halt solche Sachen, so die kleinen Sachen, die einfach zu langweilig sind, um diese euch zu zeigen. Ne? Ihr könnt das ja dann so mit Sicherheit selber auch machen. Da braucht ihr mir ja nicht dabei zuzuschauen. Und so verbringe ich meine Nächte hier immer. So. Irgendwie ein bisschen Metallschrott bräuchte ich noch. Nicht viel, ein bisschen. Ungefähr, ja. Einmal jetzt noch. Ey, ich gehe am Stock. Hier wird doch nicht. Da unten tauchen wir, wenn wir die Flasche haben. Ich brauche noch einmal. Ein einziges Mal. Ich habe 9 von 10. Oh, ist das ärgerlich. Ehrlich, da gehst du am Stock. So, schnell wieder Luft holen und erholen. So, mal schauen, ob ich hier unten irgendwie fündig werde. Einmal brauche ich bloß noch. Ein einziges. Ey, das ist Wahnsinn, ne? Ich habe immer das Glück, wenn ich irgendwas daddel. Jetzt haben wir es. Oh. Die Stirnlampe wollte ich doch machen. Ja, der ist schon wieder völlig außer Atem, der alte Mann. So. Stirnlampe herstellen. So. Die kann ich mir jetzt irgendwo aufsetzen, bestimmt. Nee. Hä? Kommt denn die hin? Dahin? Wieso hat er die nicht auf? Ach, hier doch. Er hat sie auf, tatsächlich. Umschalten. Na gut, geht wahrscheinlich nur abends. Okay, schauen wir mal bei der Füllstation. Die da hinten ist. Hier. Atemflasche einsetzen mit F. Achso, ja, dann muss ich das mal rausholen. Zack, rein damit. So, jetzt mit F. Nö.
Aha. Ach, da oben sehe ich das, an dem Barometer. Das Ding braucht also auch keinen Strom. Okay, gut zu wissen. So, okay, das Ding ist voll. Also nehmen. Und hier wieder einsetzen. Zack. All right. So, dann gehen wir mal hier runter. Da hinten war doch irgendwo so eine Art Brunnen. Ja, hier genau. Und hier lohnt es sich eben nur wirklich, wenn du eine Taucherausrüstung hast, beziehungsweise eine Taucherflasche, weil du weißt nicht, wie weit die Gänge hier gehen. Ne? Mit normaler Atemluft wird schwierig. Ich hoffe, hier ist nichts Böses. Oh, im Gegenteil. Eine Kiste mit Zeugs nehme ich jetzt mit. Ist klar. Stand da gerade Zippo? Ah, werden wir gleich mal gucken. Nochmal hier runter wollte ich jetzt nicht. Schwarzpulver, Zippo, Molly, okay. Aber tatsächlich ein Zippo. Mit Z geschrieben allerdings, ne? Ich werde ja mit S geschrieben. Was für ein Glück. Bin ich ja nochmal eine Anzeige entgangen. Hä? Und dann ja, ein paar Taucherflaschen wird, ne, also es lohnt schon, wenn man mehr Taucherflaschen hat, so 2-3 Stück. Man muss aber auch gar nicht die Leiter hochkommen, ne, ist ja auch gar nicht so wichtig eigentlich. So, Taucherflasche füllen wir hier wieder. Die hat ja auch wieder einiges verloren. So, was haben wir denn? Ah, ein Zippo. Was für ein Zufall, der Name. So, zack. Jetzt haben wir 3 Stück. Ziemlich wertvoll, okay. Der Verkauf an Händler kann erheblichen Wert. Ach, guck, man sieht den Wert. Wert 100, Wert 30, Wert 20. Insgesamt Wert 200, Wert 100, 30, 20. Aha. Das Ding kann übrigens wieder aus. Ja, Benzin ist teuer. So. Okay. Oh. Interessant. Gut. Wir haben hier Barren. Können wir noch einmal hier reinschmeißen. So. Gummi. Ja, haben wir jetzt hier 20 Mal. Ein Molly, den hebe ich mir für nachher auf. Können wir sicherlich gut gebrauchen. So, labbel. Eine Getränkedose. Die kommt hier runter. So, hier. Was haben wir noch? Das hier kann... Nee, nicht da. Hier hin. So, dann haben wir den Molly und Munition. Okay. Nehme ich mal so hin. So ist durch. Sehr schön. Holz haben wir jetzt, glaube ich, keins. Doch. Holz haben wir noch tatsächlich gehabt. Kann ich ja überall, wo noch Holz fehlt, nochmal was reinschmeißen. Okay, hier auch nochmal. Verholzen. So, ich glaube, hier wollte ich hin, ne? Genau, hier der Molly. Oh, guck mal hier, ne? Hier mit den kaputtes M16. Was haben wir noch? AK-47. STG-44. Wo ist mein Waffending? Hier nicht. Waffenwerkbank, hier. Okay, mal gucken, ob ich mich noch an alles erinnern kann. Das könnte diese STG sein. Aber hat auch nicht so viel, ne? Repletiergewehr. Hier brauchst du wieder feine Holzplanke und Stahlbarren. Alter, dreh durch. M16, ja, Waffenteile und Stahlbarren. Du brauchst eigentlich ziemlich oft Stahlbarren, ne? Die Frage ist, wo kriege ich das her? Und ich sehe gerade, ich habe hier immer noch was. Hier, das Smartphone. Dann
das hier. Das kann dahin. Medikamente? Wofür ist das überhaupt? Antibiotika stellt eine erhebliche Menge an Gesundheit wieder her. Ja, stimmt. So. Dann haben wir hier so ein Döschen. Und wieder Komponenten. Mhm. Machen wir hier die Komponenten rein. Und hier den Stahl. Den Stahl nenne ich gerne Carsten. So, das kommt hier runter. Zack. Okay, den können wir ja hier wieder ein bisschen weiter bauen. So. Blablabla. Na komm schon. Zack. Na? So, fein machst du das. So, hier muss ich ja sowieso ein Loch lassen. Das heißt, hier brauche ich wieder... Ja, genau. Ständer. Nicht da oben. Hier unten. Dahin. Dahin. Das ist so etwas, was echt nervig ist hier. So, weil die Ständer, die siehst du einfach. Ah, hör doch auf, Mann. Oh, du Lappen. Aber jetzt, wo wir das ganze Gedöns hier haben, können wir das da alles mal mitnehmen. Und mal zu die Damen hin. Mal schauen, was die so haben. Ja, Ausdauer ist total, also Wahnsinn. Hab ich nichts, was für die Ausdauer gut ist. Du hast Energie plus 5. Okay. Boah, jetzt bin ich voll Ausdauer. Krass. So, Tür wieder zu, nicht dass es zieht. So, ich glaube, die Truhe ist leer, ne? Genau. Okay, dann wenden wir mal. Versuchen hier zumindest zu wenden. Ich komme hier nicht raus. Ist schlecht. Ja, eigentlich Segel setzen, aber macht sich doof. Der fährt nur vorwärts, kann das sein? Segel drehen, ah. Ja. So. Der kann nicht weiter drehen. Mann! Nach links, nach rechts fahren, D. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich muss irgendwie hier rauskommen. Ja, 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 ja. Oh, endlich. Jetzt aber hier Gas geben. Ach, ist egal, wie man die Segel dreht, ne? So, da hinten ist der Shop. Guck mal, so siehst du jetzt wenigstens alles. Okay. Segel drehen. Er dreht es nicht weiter. Na gut, dann halt so. So siehst du auch viel mehr. Schön. Hoffenweise Gedöns dabei. Ach, warte mal, wenn wir sehen, wie viel das wert ist. Also was wir dabei haben jetzt. Da müsste man doch auch bei den Händlern sehen, was es wert ist. Warte mal, da gucken wir doch gleich mal. Da schwebt eine Mütze. Oh, Ladies, nicht alle auf einmal, bitte. Reiß dich doch mal zusammen.
Hätte ganz verlegen. So, müsste man noch irgendwo sehen können. Du siehst nicht, wie teuer das ist. Ja, kann ich Schwimmgeschwindigkeit erhöhen? Ich weiß. Nee. Kein Deal. Das, okay, Deal. Machen wir. So, haben wir das. Eine Batterie. Siehst du aber wirklich nicht. Was hier ist, ne? Ah, hier. 204 Damage. Ist das der Preis? Nee. Ist kein. Du siehst keinen Preis hier. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Was haben wir hier? Bauplan, Fußbodenplatte. Okay, ja, ist okay. Ach, hier, gucke, das ist billig, das. Okay. Metallschrott. Ah, es wird wieder teuer, glaube ich. Ja, das wird wieder richtig teuer, Metallschrott. Brrr. Was damit? No deal? Okay. Das können sie mir auch geben dafür, okay. Sehr interessant. Aha. Marmor brauche ich nicht. Tapete blau. Mal gucken, ob wir das auch kriegen. Ich habe hier wirklich jeden Scheiß, ne? Oh, eine Zigarre macht es. Ist ja nicht billig. Hier. Davon hat die wahrscheinlich genug. Sie braucht mehr davon. Okay. Gut, nee, denn ist. Nee, denn das. Danke. Ladies. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir looten können? Ich will es hier nicht kaputt machen. Weil Holz haben wir ja eh noch. Ja, genau. Ich durchsuche mal euren Müll. Gummi, Stoff und Zeugs. Na, ich hoffe, das ist kein benutztes Gummi gewesen. So, gucken wir mal hier. Tapeten, Bauplan, verwenden. Verstärkte Wände, verwenden. Bodenplatte, verwenden. Können wir jetzt alles bauen? Okay. Dann wieder Richtung nach Hause. Alter, da ist der. Da haben wir eigentlich noch gar nicht viel gemacht, ne? Und der Tag ist vorbei. Aber wir sind wieder einiges losgeworden. Da hinten sind meine Figuren. So orientiere ich mich auch ein bisschen, ne? Da, wo die Biester sind. Da muss ich irgendwie an Land kommen. Aber warte mal, mir fällt gerade was ein. Metallleiter, da brauche ich jetzt natürlich den Metallschrott. Vielleicht ist ja da was gespawnt, wo ich da mal fix mal tauchen kann. Weil hier ist ja auch was. Ja, ist ja gut. Beruhig dich wieder. Beruhig dich. Entspann dich. Kann unter Wasser nicht benutzt werden. Ich kann nicht mal das Licht anmachen. Wozu habe ich mir das Ding gebaut? Ich glaube, da muss ich mal irgendwie dahinter kommen, wie das funktioniert. Umschalten. Will er nicht. Oh, der wird ja ganz schwindelig, ne? Wenn hier alles so schräg ist. Rauskommen und so. Ach ja. Ach Gott, gar keinen Sauerstoff mehr. Ich glaube, ich habe meine Taucherflasche gar nicht dabei. Kann das sein? Oh, jetzt wurde es aber sehr dunkel. Hier ist gar nichts, ne, zum Looten. Dass ich da irgendwie eine zweite Dings machen kann. Eine zweite Leiter.
Mr. Krabs. Hier ist nichts mehr. Ich bin doch hier schon ewig nicht mehr tauchen gewesen. Das muss doch irgendwann wieder frisch spawnen. Aber da ist gar nichts, ne? Also ganz gepflegt, gar nichts. Was ist das? Ich sehe nichts. Ich habe eine Lampe, aber die funktioniert nicht. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie sie überhaupt funktionieren könnte. So, ich schwimme jetzt erstmal hier. Hierher. Ist jetzt auch nicht so weit. So. Besuch. Sieht nicht so aus. Ja, Tür schließen bitte. Mensch. Mach doch zu, die Luke. Habe ich noch irgendwie... Habe ich nicht. Holz können wir hier reinschmeißen. Das können wir hier reinschmeißen. Yummy können wir da reinschmeißen. Wie funktioniert das Ding? Ach, warte mal, hier. Hier ist ein Balken. Warte. Nee. Auch nicht. Verdammt. Warte mal. Aha. Und das muss man dann wahrscheinlich auch bei dieser Stirnlampe machen, damit die funktioniert. Das heißt, wir brauchen noch eine Batterie, mindestens eine. Ja, Metallschrott. Schön. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Alter, hab ich nicht geschaut. Ich dachte, hier wäre ein Fenster, da krabbelt gerade einer durch. Oh, guck mal, hier ist schön hoch jetzt, ne? Hier kannst du schön weit gucken. Aber wisst ihr was? Wir gucken beim nächsten Mal weiter. Heute machen wir hier erstmal Feierabend. Ich muss mich ja sowieso mal aufs Ohr legen. Also ehrlich, ich komme ja hier nie zum Schlafen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich freue mich. Macht es gut und bis dann, ne? Tüdelü.